Und weiter geht's mit unserem Versuchsprotokoll. In diesem Video wollen wir Kopf- und Fußzeile einfügen. Ich denke, jeder weiß, was das ist. Ferner wollen wir in diese Fußzeile unsere Seitennummer bzw. die Seitenanzahl des Dokuments eintragen. Und wir wollen in die Kopfzeile Kapitelüberschriften reinschreiben, so dass man ähnlich wie bei einem Buch weiß, wo man gerade ist. Diese beiden Seitennummern und Seitenzahlen bzw. Kapitelüberschriften laufen in LibreOffice unter dem Begriff der Feldbefehle. Das sind quasi Variablen im Dokument, die im Hintergrund angelegt werden. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Fangen wir also damit an, unserer Seite mal eine Kopf- und Fußzeile zu verpassen. Das funktioniert wie folgt. Also, erstmal haben wir hier eine normale Seite. Und auch für Seiten gibt es wie für Absätze sogenannte Vorlagen, eben Formatvorlagen. Genauer gesagt heißen sie dann eben Seitenvorlagen. Die findet ihr hier in den Formatvorlagen auf der rechten Seite unter Seitenvorlagen. Und hier sehen wir, dass wir uns gerade auf einer Standardseite befinden. Standardseite ist quasi eine Seite, wo einfach nur normaler Inhalt drauf ist, nichts Besonderes. Die Seitenvorlage wird nicht nur an dieser Stelle angezeigt, wenn wir auf der Seite sind sondern auch hier unten. Das ist manchmal ganz hilfreich. Also hier unten dieses Standard sagt, dass wir uns gerade auf einer Standardseite befinden. Wenn wir jetzt eine Kopf- und Fußzeile hinzufügen wollen, dann machen wir das über die Seitenvorlage, indem wir sagen ändern. Und auch hier werden wir wieder ein bisschen von Reitern erschlagen. Die wesentlichen jetzt sind mal die Kopf- und die Fußzeile. Die klicken wir mal an, setzen hier ein entsprechendes Häkchen, setzen bei der Fußzeile ein entsprechendes Häkchen, klicken auf Zuweisen und stellen fest. Hier hat sich gerade ein bisschen was verschoben. Und wir haben hier oben jetzt eine Kopfzeile, wo wir was reinschreiben können. Und wir haben hier unten jetzt eine Fußzeile, wo wir was reinschreiben können. Wenn wir nochmal genau hingucken, sehen wir jetzt sowohl bei der Kopf- als, bei der, äh, als auch bei der Fußzeile, dass wir hier auch Tab-Stops gesetzt haben in der entsprechenden Zeile. Und zwar einen mittleren, also einen zentrierten und einen rechtsbündigen. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas reinschreiben wollen, also ich sage jetzt einfach mal, hier schreibe ich Barte hin, weil das ist ja mein Dokument, hier schreibe ich vielleicht, weiß ich nicht, 2019 hin, wenn mir nichts Besseres einfällt. Und hier möchte ich jetzt Seitenzahlen hinschreiben. Dann kann ich das eben mit entsprechenden Tabstops tun. Himmel, Seitenzahl, so. Diese Tabstops sind in einer Weise vordefiniert. Man kann die auch natürlich wieder entfernen, wie gehabt. Das funktioniert dann ganz normal, wie man das mit Tabstops immer macht. Gut. Wir haben also offensichtlich jetzt auf unserer Seite erfolgreich eine Kopf- und eine Fußzeile eingefügt. Und jetzt wollen wir mal unten auf der rechten Seite eine Seitennummer einfügen. Das funktioniert wie folgt. Wir gehen in die Fußzeile rein, drücken zweimal Tab, um auf die rechte Seite zu kommen. Entsprechend dieser Tabstops hier. Und jetzt macht es natürlich wenig Sinn, hier wirklich formal Zahlen reinzuschreiben. Also hier jetzt wirklich Nummern explizit reinzuschreiben, ist nicht sinnvoll, weil wir müssten erstmal auf jeder Seite eine andere Nummer reinschreiben, was nicht zur Formatverlage passt. Außerdem ändern die sich ja permanent, also das ist nicht schön. Stattdessen bietet Writer hier die Möglichkeit, unter Feld einfügen nennt er das, also an dieser Stelle nennt er das Feld einfügen, mit dem Pfeilchen auszuwählen, dass man hier gerne eine Seitennummer hätte. Achtung, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt hier die Seitennummer. Das ist die Seite, auf der wir gerade wirklich sind. Und, jetzt mache ich mal einen Schrägstrich, es gibt die Seitenanzahl. Die Seitenanzahl ist die Gesamtzahl der Seiten im Dokument. Wir befinden uns also gerade auf Seite 3 von 5, was wir jetzt auch mal abzählen können. Wir haben die Titelseite, wir haben das Inhaltsverzeichnis als zweite Seite und das ist die dritte Seite. Deswegen 3 von 5 passt. Es geht hier noch weiter, es kommt noch ein bisschen was und dementsprechend ist das jetzt erstmal richtig. Jetzt können wir nicht nur Seitenzahlen einfügen, was ja eigentlich sehr schön ist, sondern wir können uns auch mal überlegen, dass wir es das wie in einem Buch machen, nämlich hier oben einen Verweis aufs Kapitel einzufügen. Das funktioniert wie folgt. Entweder auch hier über Feld einfügen, weitere Feldbefehle. Das Ganze findet man aber auch an dieser Stelle unter Einfügen. Weiter unten finden wir den Feldbefehl. Der ist hier. Und jetzt können wir mal auf weitere Feldbefehle klicken. Da finden wir eine Vielzahl von Möglichkeiten, irgendwelche Variablen und Dokumenteninformationen einzutragen. Per Standardeinstellung netterweise steht er direkt auf Kapitel und wir können hier unter Dokument, Kapitel, Kapitelnamen einfügen. Wenn wir das jetzt machen, dann erscheint hier oben Fragestellung, denn Fragestellung ist das erste Kapitel, was auf dieser Seite definiert wird. Die anderen tauchen da jetzt nicht auf. Das heißt, hier finden wir immer das, dasjenige Kapitel, was auf der Seite anfängt. Jetzt kann es mal sein, dass wir Kapitel haben, die sind länger als eine Seite. Und wenn das der Fall ist, dann würde jetzt zum Beispiel auf der nächsten Seite auch noch Fragestellung stehen, obwohl die Überschrift eigentlich gar nicht mehr auftaucht. Ja, das sieht doch auch schon ganz hübsch aus und wir sehen auch wieder hier, wir sind grau hinterlegt. Grau hinterlegt heißt, das ist kein normaler geschriebener Text, sondern irgendeine Variable aus dem Dokument. Das gleiche sehen wir bei den Seitenzahlen. Jetzt haben wir uns dummerweise etwas ins Knie geschossen, denn wenn wir jetzt mal zurückgehen auf die Titelseite, stellen wir fest, dass wir hier oben offensichtlich eine Kopfzeile plötzlich haben, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Wir haben wir ferner so eine kleine schwarze, äh, graue Markierung. Die sagt, hier müsste jetzt eigentlich eine Kapitelüberschrift stehen, diese Seite hat aber gar kein Kapitel, deswegen schreibe ich da nichts hin. Es gibt aber eine Kopfzeile, die wollen wir vielleicht gar nicht. Was noch viel unangenehmer ist, ist, wir haben eine Fußzeile, wo jetzt plötzlich eine Seitenzahl auf dem Titelblatt drauf steht. Das ist eigentlich was, was man üblicherweise niemals haben will. Das gleiche Spielchen finden wir jetzt auch beim Inhaltsverzeichnis. Das hier ist das Inhaltsverzeichnis. Auch hier finden wir nichts, was einer Kapitelüberschrift ähnelt. Das liegt daran, dass auch diese Seite keine Kapitelüberschrift hat. Aber wir sehen unten eine Seitenzahl auf dem Inhaltsverzeichnis. Hier drüber kann man, finde ich, noch diskutieren, ob das nicht eigentlich schön ist und okay ist. Aber auf dem Titel soll auf jeden Fall definitiv keine Seitenzahl auftauchen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn wir können jetzt nicht hingehen und hier einfach sagen, okay, dann löschen wir die halt, denn wenn wir das tun, dann löschen wir dummerweise die Seitenzahl auf jeder einzelnen Seite. Wir müssen jetzt LibreOffice Writer beibringen, dass er sich quasi auf der Titelseite anders verhalten soll als auf den fortlaufenden Seiten. Und das machen wir, indem wir ihm sagen, dass die Titelseite eine besondere Seite ist. Originellerweise gibt es nämlich hier unter den Seitenvorlagen auch die sogenannte erste Seite. Das heißt, wir müssen ihm jetzt sagen, die erste Seite ist ja eine erste Seite. Wenn wir das jetzt mal machen, einfach mal völlig willkürlich einen Doppelklick, dann stellen wir fest, schön, die Seitenzahl hier unten auf dem Titelblatt ist weg. Jetzt könnten wir uns erstmal freuen, wenn wir jetzt aber weiter durchs Dokument laufen, stellen wir fest, hier ist sie noch da. Ja, ist doch gut. Hier ist sie auch noch da, hier ist sie auch noch da. Das sieht doch vernünftig aus. Nächster Schritt wäre jetzt aber vielleicht zu sagen, hm, ja, möglicherweise wollen wir ja auch auf der Inhaltsverzeichnisseite gar keine Seitennummer haben. Also müssten wir jetzt auch hier hingehen und sagen, ja, das ist jetzt äh, auch eine spezielle Seite. Allerdings ist das ja nicht mal die erste Seite sondern das sieht doch sehr nach einem verzeichnis aus. Wenn wir jetzt mal auf verzeichnis klicken, dann stellen wir fest, dass auch hier die Seitenzahl weg ist. Jetzt ist sie dummerweise überall weg. Das ist ein etwas komisches Verhalten, da muss man jetzt erstmal hintersteigen. Also das hat ja eben geklappt. Eben haben wir gesagt, das hier ist eine erste Seite. Ich mache das noch mal. Gut, jetzt haben wir hier eine erste Seite und die zweite Seite ist noch eine Standardseite. So ist der Zustand von eben. Auf Standardseiten gibt es jetzt Seitenzahlen und Seitennummern. Und ja, auf der Titelseite eben nicht. Was ist jetzt passiert, als ich gesagt habe, die zweite Seite, Cursor drauf, soll bitte eine sogenannte Verzeichnisseite werden? Dann hat er offensichtlich alle möglichen Dinge umgeschmissen, denn wir haben hier jetzt keine Seitenzahlen mehr. Wir sind aber auf jeden Fall auf einer Verzeichnisseite. Wenn ich jetzt aber auf die dritte Seite gehe, haben wir hier auch keine Seitenzahlen mehr. Wir sind aber auch hier auf einer Verzeichnisseite. Und als ob das nicht schon genug wäre, sind wir jetzt plötzlich auch auf der Titelseite, auf einer Verzeichnerseite. Das heißt, dieses Vorgehen zerschießt uns irgendwie das gesamte Dokument. Und das hat Gründe. Ähm, die Gründe zu erklären im letzten Detail ist an sich gar nicht so einfach. Also das, das ist nicht gerade intuitiv, was hier eigentlich passiert. Ich versuche es trotzdem mal. Und zwar fange ich nochmal vorne an. Also ein drittes Mal jetzt, ich gebe der ersten Seite die Seitenvorlage erste Seite. Wenn ich das tue, folgt eine Standardseite. Das ist festgelegt. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, wenn man mal auf die Seitenvorlage klickt und auf Ändern geht, eine sogenannte Folgevorlage auszuwählen. Also eine Vorlage, die auf die erste Seite folgt. Das finden wir hier unter Verwalten. Da gibt es die Folgevorlage Standard. Das heißt, wenn ich irgendwo eine erste Seite definiere, kommt danach direkt der Standard. Und so ist das Dokument jetzt auch aufgebaut. Ich habe eine erste Seite, danach kommt Standard bis zum Ende des Dokuments. Wenn ich mir jetzt das gleiche mal bei Verzeichnis kurz angucke und mal mir anschaue, was hier die Folgevorlage ist, dann repliziert sich Verzeichnis gewissermaßen selber. Also auf ein Verzeichnis folgt ein Verzeichnis, folgt ein Verzeichnis, folgt ein Verzeichnis. Das heißt, hier ist es nicht so einfach möglich hinzugehen und zu sagen, ja, ich möchte jetzt aber irgendwie abschnittweise eine neue Seitenvorlage wählen. Jetzt gibt es zwei Workarounds, um das äh, in den Griff zu kriegen. Den ersten, der erste ist relativ simpel. Ich gehe hier hin und sage, auf ein Verzeichnis soll jetzt bitte eine Standardseite folgen. Schritt 1. Schritt 2 ist, auf die erste Seite soll hingegen eine Verzeichnungsseite folgen. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, wir haben eine Titelseite. Nach der Titelseite kommt auf jeden Fall das Inhaltsverzeichnis. Und nach dem Inhaltsverzeichnis soll es dann mit Standardseiten weitergehen. Und wenn ich hier jetzt nochmal durchlaufe, ups, das war verklickt, dann stelle ich fest, ich bin hier auf der ersten Seite. Das ist schön, das ist mein Titel. Auf der Inhaltsverzeichnisseite bin ich tatsächlich auf einem Verzeichnis. Auch gut. Und ab der dritten Seite geht es dann los mit Standard. Und wenn wir jetzt nochmal in die Kopf- und Fußzeilen gucken, stellen wir fest, Titel hat keine Kopfzeile mehr, ist weg. Seitenzahlen sind weg, Inhaltsverzeichnis hat auch keine Kopfzeile mehr und auch hier ist die Nummer weg. Das heißt, wir haben eigentlich ungefähr das erreicht, was wir erreichen wollten. Wäre also jetzt erstmal möglich. Jetzt kriegen wir allerdings ein kleines Problem. Was heißt Problem? Also eine Sache, die findet man vielleicht ein bisschen unschön. Und zwar sind wir jetzt auf der ersten echten Seite des Dokuments, nämlich die erste Standardseite. Er sagt aber, wir sind auf Seite 3. Was in sich ja auch völlig stimmig ist, denn die Titelseite ist die erste Seite, die Inhaltsverzeichnisseite ist die zweite Seite. Und das ist eigentlich die erste richtige Seite, die wir haben, ist aber Seite 3. Jetzt gibt es aber Leute oder Menschen, die meinen, hm, es ist vielleicht schicker, die Titelseite gar nicht mitzuzählen. Und jetzt haben wir ein Problem, weil hier müsste jetzt eigentlich, wenn wir die Titelseite nicht mitzählen oder wenn wir vielleicht sogar die Verzeichnisseite gar nicht mitzählen, Seite 1 stehen. Und dann hätten wir auch nicht insgesamt fünf Seiten, sondern nur drei. Also fünf wirkliche physikalische Seiten, sage ich mal. Zwei abgezogen, Titel und Verzeichnis. Um das jetzt in den Griff zu kriegen, muss man etwas einbauen, was wir im Grunde schon mal eingebaut haben. Aber in etwas anderer Form. Und zwar einen Seitenumbruch. Äh, man erinnert sich vielleicht, dass ich nach dem. Inhaltsverzeichnis einen Seitenumbruch eingefügt habe. Das sieht man übrigens an dieser gestrichelten Linie. Diese gestrichelte Linie sagt, zwischen dieser und dieser Seite befindet sich ein Seitenumbruch. Und das erste, was ich jetzt mal mache, ist, ich entferne den wieder. Und wir sehen gleich, warum ich das tue. Und jetzt füge ich ihn neu ein. Und zwar füge ich ihn nicht mehr über den Shortcut Steuerung enter ein, sondern ich füge ihn über manueller Umbruch ein. Falls man sich erinnert, hatte ich in einem Video vorher mal gesagt, es gibt drei Varianten, den Seitenumbruch einzufügen. Das ist jetzt die dritte Variante. Und wenn wir es über die Art und Weise machen, kriegen wir noch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Wir können jetzt nämlich sagen, wir fügen einen Umbruch ein und danach soll folgende Vorlage kommen. In unserem Falle kommt danach normaler Fließtext. Der soll auf einer Standardseite stattfinden. Und jetzt kommt der Riesengag. Wir können hier noch sagen, dass wir jetzt die Seitennummer ändern wollen. Das heißt, er fängt auf der nächsten Seite an mit einer Standardvorlage und nummeriert die mit Seite 1. Das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Jetzt klicken wir mal auf OK, gucken was passiert und stellen fest, wir sind jetzt auf Seite 1 von 5. Das ergibt in gewisser Hinsicht Sinn. Denn ja, das ist jetzt die neu gezählte erste Seite. In gewisser Hinsicht ergibt das aber überhaupt gar keinen Sinn, denn Seite 1 von 5 suggeriert ja jetzt, wir hätten ja ab dieser ersten Seite, also vermeintlich neuen ersten Seite noch 5 weitere. Wenn wir jetzt aber mal gucken, landen wir bei Seite 2 von 5, Seite 3 von 5 und hier ist Schluss. Man kommt jetzt also in die dumme Situation, dass man anfängt, Seiten zu suchen, die gar nicht da sind. Kurzum, diese Seitenanzahl an dieser Stelle müssten wir entsprechend auch noch modifizieren. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll glaube ich nicht, dass mein Workaround das zu tun, die Waffe der Wahl ist, aber dummerweise habe ich tatsächlich noch keinen anderen gefunden. Jetzt friemeln wir uns quasi ein zusammen. Und zwar machen wir folgendes: Wir fügen einen neuen Feldbefehl an dieser Stelle ein. Seitenanzahl ist in dem Sinne nicht so leicht modifizierbar, weil Seitenanzahl ist eine Variable, die immer die Gesamtzahl der Seiten im Dokument beschreibt. Und was wir jetzt machen, ist, wir müssen jetzt diese Variable modifizieren. Und jetzt kommt was, was echt extrem frickelig aussieht, aber wenn man es dann einmal verstanden hat, ist es, glaube ich, auch gar nicht so komplex. Und zwar gehen wir auf Einfügen, Feldbefehl, weitere Feldbefehle und haben jetzt die Möglichkeit unter dem Reiter Variablen eine sogenannte Formel einzufügen. Und der Gag ist jetzt der, wir können jetzt mit diesen Feldbefehlen bzw. den Zahlenzeichen, die in diesen Feldbefehlen gespeichert sind, rechnen. Und zwar müsste man jetzt wissen, was die Anzahl, also welchen Variablenamen die Anzahl der Seiten hat. Ähm, das, sowas kann man nachschlagen. Ich verrate jetzt mal, das ist Page. Und zwar gibt es die Variable Page. Und die Variable Page ist genau die Anzahl der Seiten im Dokument. Und was wir jetzt machen wollen, ist eigentlich Page nehmen. Das ist, sind jetzt unsere fünf momentan. Und wir wollen jetzt sowohl das Titelblatt abziehen, das wäre minus 1, als auch das Inhaltsverzeichnis abziehen, das wäre minus 2. Und wenn wir das Ganze jetzt machen, dann stellen wir fest, dass wir hier eine 3 eingefügt haben. Das ist genau die 3, die wir haben wollen. Also mache ich die eigentliche Seitenanzahl mal weg und jetzt stimmt es wieder. Jetzt sind wir quasi auf Seite 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3, alles in Ordnung. Und wir haben noch zusätzlich das Inhaltsverzeichnis und das Titelblatt, was nicht gezählt wird. Ich gebe zu, dass es wirklich mutet ein bisschen künstlich und friemelig an. Also wer eine bessere Möglichkeit kennt, das mal eben zu machen, der möge es bitte liebend gerne in die Kommentare schreiben. Ich kenne es nämlich nicht. Jedenfalls haben wir jetzt eine saubere Nummerierung und sind damit mit diesem Video auch erstmal fertig.